Guck, morgen Istanbul. Digga, wenn da da reinpasst, dann fress ich ein Besen. Das wird nicht so. Er fährt jetzt weg. Er hat's eingesehen. Wenn der andere ein bisschen nach vorne fahren würde, dann würde es passen. Aber so nicht, mein Freund. Fahr weiter. Guten Morgen zu einem neuen Tag, Leute. Wir sind jetzt hier wieder an der, wie ihr hören könnt, an der Ecke Eminönü Richtung Galata-Brücke da hinten. Und genau, unser Hotel liegt auf der Seite. Erin ist jetzt hier nochmal Geld wechseln. Say what? Und jetzt fahren wir gleich mit dem Vapo rüber nach Üsküdar, weil wir in ein Einkaufszentrum heute wollen. Das Wetter ist ein bisschen kühler, glaube ich, heute. Und dann ja, verbringen wir ganz chillig die Zeit in einem Einkaufszentrum. Erins Nase ist auch richtig gut abgeschwollen, beziehungsweise seine Augen. Die Nase ist aber eh nicht angeschwollen. Da kommt er. Zeigen Sie mal Ihr Face. Sieht doch schon ganz gut aus, ne? Finde ich auch. Passt. Noch leichte Verfärbung, aber naja, auch da draußen, ne? Aber es ist echt super, er hatte wirklich gar keine Schmerzen. 0, nicht. Er hat auch nichts in die Nase bekommen, also irgendwie so ein, weiß nicht, wie man so ein Gummi oder so. Genau, so Gummidinger oder so. Genau. Ich kann durch meine Nase ganz normal atmen, außer die läuft und die ist ein bisschen so voll. Ja, und schmecken und bei alles. Meiner Nase auch normal. Ich darf wollen halt wir nicht. Uns ein Zimit holen? Ein Zimit für den Weg. Ein oder zwei? Egal. Bestes Feeling, hier einfach sich mal ein Zimit zu gönnen. Ist heute wieder proppenvoll, Leute, es ist Sonntag. Leute, ich sag's immer wieder, das ist die schönste Stelle in Istanbul. Für mich persönlich, mit Zimit dazu. Was ich angebissen habe. Was sie angebissen hat, ja. Mit dem Möwen, zwei Jamis nebeneinander. Groß Jamis mit dem Meer. Das ist schon echt brutal. Die wissen, dass sie Futter kriegen. Na, wo geht der hin, Alter? Na, moin, mehr. Der ist fast abgehauen, Alter. Hey, Leute, es ist übertrieben windig, Alter. Wir gehen jetzt rein. Richtig windy unterwegs hier. Da gehen wir jetzt rein. In diesen Einkaufszentren muss man immer durch so eine Kontrolle. Da wird richtig heftig kontrolliert wie am Flughafen. Und hier gönne ich mir erstmal einen Kaffee. Und ich glaube, es ist hier riesig groß. Riesig. Das Einkaufszentrum hier ist so krass. Wir haben hier komplett den Überblick verloren. Ich habe ja gestern schon gesagt, die Einkaufszentren in der Türkei sind der Hammer. Und das ist auf jeden Fall nochmal der Beweis dafür. Ich glaube, es sind 4 Etagen. Es ist extrem laut, extrem voll. Das ist ein Sonntag in Istanbul übrigens. Nicht so ganz wie unsere Sonntage in Deutschland. Nee, nee. Es ist laut, es ist voll. Die Leute nutzen ihren einzig freien Tag in der Woche nicht zum Chillen und Außen, sondern einfach um ein bisschen rauszukommen, glaube ich. Und jetzt suchen wir uns was Leckeres zu essen. Hier gibt es einfach Shake Shack. Shake Shack, oder? Shake Shack oder keine Ahnung, Shake Shack. Das wurde uns auch in Amerika empfohlen oder ja, wollten wir so probieren, aber wir haben es nicht gefunden oder wir haben es einfach nicht geschafft oder keine Ahnung. Aber ich hätte schon Bock da jetzt was zu essen. Alter. So, meine Shababs, wir sind wieder bei Tauktunyasse. Hier kann man nichts falsch machen und meine Frau Rabia hatte Bock auf Nudeln. Deswegen sitzen wir jetzt hier. Aber hier kann man sowieso nichts falsch machen. Hier schmeckt es immer in der Regel eigentlich lecker. Meine Fresse sieht momentan so aus. Unser Essen ist jetzt da. Mit Tavuk-Dünyas macht man auf jeden Fall nichts falsch. Ich habe hier diesmal Hähnchen Margarita hieß das. Und Erin hat Crème-Mantar mit Pilzen und Cremesoße. Und hoffentlich kommen gleich auch noch unsere Pommes. Erin kann hier eh nicht seine Ruhe finden. Er sagt, ihm ist das hier alles zu laut. Ja, bitte. Tamam. Ich finde das wirklich hier schon ein bisschen zu laut, ey. Ich finde hier nicht meine Ruhe, aber so schlimm habe ich mir das gar nicht vorgestellt, oder?
ist die ganze Zeit Action. Die ganze Zeit. Aber so laut ist es echt nirgendwo anders. Ja, ja, voilà. Es ist wirklich schon sehr verdächtig erlebt. Laut. Ja. Wir sind jetzt bei Dyson. Hier kommt man irgendwie nur einzeln rein. Pro Mitarbeiter, der Mitarbeiter holt uns dann so einzeln immer rein, um uns wirklich richtig zu beraten. Und sind hier gerade dabei. Da haben wir probiert hier gerade irgendwas. So, so. Keine Ahnung, was sie da ausprobiert. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt, aber no. So Leute, wir haben noch einen Stand gefunden, kommen wir gerne. Jetzt essen wir erstmal nochmal Chico auf der Drüm. Und dann geht's ab nach Hause. So Leute, wir sitzen jetzt in der Fähre. Wir sind so durch, weil draußen regnet und ein bisschen kalt geworden. Wir sind klitschnass geworden. Aber hier ist es schön warm. Ja. Ich weiß, dass wir in Kalkül waren? Ja, wir waren in Kalkül, Leute. Jetzt haben wir es gesagt. Weil dein Schiff kommt. Oh, das wackelt schon krass so. Das wackelt schon krass so, der kommt nicht mal vorwärts. Guten Morgen, Leute, zu einem neuen Tag. Wir sind wieder an der Marmaray-Station in Sirkeci. Wir haben jetzt hier was gefrühstückt. Wir sind mit der Bahn vom Eminönü 2 Station hierher gefahren. Genau, von Karaköy, also von der Galata-Brücke da. Eine Ecke ist Karaköy, die andere Ecke ist Eminönü. Von Karaköy sind wir losgefahren und fahren jetzt mit der Marmaray nach Bakırköy wieder. Ja, wir waren einmal mit meinen Eltern da haben wir mir ein Abendkleid gekauft. Das musste nochmal zum Schneider. Deswegen waren wir letztes Mal da. Und während der Wartezeit wollten wir eigentlich so Autosticker machen lassen. Haben wir dann auch. Dann haben wir aber zu viel getrödelt, beziehungsweise der Laden hat zu früh geschlossen. Deswegen müssen wir jetzt heute wieder hin. Aber nicht schlimm, Bakırköy ist schön. Jetzt laden wir hier erstmal unsere Metrokarte auf und dann geht's ab. Ja, Affensänger sind unterwegs, wie immer. Jetzt sind wir im Bakırköy, Leute. Es ist schon wieder extrem voll. Hier unten kann man zum Yeraltı-Çarşı. Da gibt es richtig viele, also allgemein in diesem Gebiet gibt es sehr, sehr viele Abiyeläden, also Abendkleider, Abendmodeläden, so für besondere Anlässe. Auch zwei große Shopping-Malls. Genau. Direkt nebeneinander. Genau, wenn man hier... Bei dem einen, aber bei dem anderen nicht. Ja, wenn wir hier gerade ausgehen, da hinten rechts, also ganz nah, das auf jeden Fall schon mal ein Einkaufszentrum und daneben dann noch eins. Also ja, hier kann man auf jeden Fall gut einkaufen. Oh Leute, meine Visage sieht gerade so aus. Wird. Wir sind jetzt von der Stadt da hinten einmal runtergekommen. Hier ist das eine Einkaufszentrum, das heißt Karussell. Und ich glaube, da ist das andere Einkaufszentrum, das heißt Capacity, glaube ich. Und hier ist auch überall noch Stadt, also überall Läden. Hier seht ihr wieder Brautmodengeschäfte, Abendkleidergeschäfte, überall. Alles voll. Also ich muss sagen, Bakırköy gefällt mir auf jeden Fall gut. Also hier kann man viel machen. Ich glaube, hier ist nicht so eher so Touri-Gegend, sondern genau, eher so Einheimische. Ja. Also hier gibt es Einkaufszentren, also sowohl Einkaufszentren als auch ja, ganz normal so City halt draußen. Ganz viel Abendkleider, also wenn ihr Abendkleider sucht, kommt gerne nach Bakırköy. Und Feeling. Oh, Leute, guckt euch das mal an. Yeah. Also ich finde es hier so angenehm einfach. Ja, ja. So chillig. Ja, ja. Gestern, wo Uwe ja, gestern mal Katastrophe. Also es ist auch ein bisschen laut, aber okay. Es ist auch nicht voll. Wahrscheinlich gehen viel mehr Leute in das andere, weil das größer ist. Ja. Jetzt haben wir uns erstmal hingesetzt und gönnen uns hier bei Starbucks einen Kaffee und so einen Cool Lime Drink. Sieht echt erfrischend aus. Prost, Apiros. Leute, Rabi ist jetzt bei Oxo und ich lasse mich hier erstmal für 10 Minuten massieren. Totale Entspannung. Ja, dann lässt es sich hier richtig gut gehen. Tut es gut? Ja. Wie lange geht das? 5 Minuten, ich habe nur 5 Teile. Ich war jetzt hier gerade in dem Laden drin und er dann dachte sich, er macht sich in der Zeit mal gemütlich, ne? Ja, super. Dann. Nacken könnte er mehr machen, aber... Ja? Egal, der am Flughafen soll super sein. Ja. Dann probieren wir mal übermorgen aus. So, so, so. Wir sind hier gerade bei... Stradivarius. Stradivarius, Bershka-Pulver, Bershka-Pulver, Stradivarius auch in Deutschland auch.
aber nicht bei uns in den Städten. Nee. Und hier in jedem Einkaufszentrum, Leute. Schöne Farbe. Egal ob in solchen Läden oder in anderen, die ganzen Sachen sind die, die ich auch von Trendyol und von Shein und so kenne. Also kommt einfach alles aus der Türkei. Oh, safe. Wie in jedem Einkaufszentrum ist hier ganz oben wieder so eine Food-Etage. So, und ich habe heute Bock auf Nudeln. Gucken wir mal, ob wir hier was finden. Leute, mir ist gerade aufgefallen. Ich glaube, ich habe mich heute noch gar nicht gezeigt, oder? Hast du mich gezeigt? Ich weiß nicht. Was auch immer, ist auch nicht so schlimm. So, meine Schibet. Wir haben uns jetzt für Nudeln entschieden und das sind die Dinger. Oh, ist doch gut groß. Mhm. Sie hat einmal Tomatennudeln. Genau. Und ich habe mit Hähnchen und Currysoße irgendwie. Hat in Summe jetzt 5 Euro gekostet. Ja, das gar nichts, halt geschenkt. Hast du Wasser bestellt? Nee, Sprite. Ach so. Okay. Gut gegessen, satt geworden. Leute, das Essen war so lecker. Hast du den Preis gesagt? Ja, ne, ich glaube 5 Euro für beide Teller. 110 Teller haben wir bezahlt für 2 Nudeln. Unnormal lecker, ja, Leute. Unnormal. Es war sehr lecker und jetzt sind wir hier bei Krispy Kreme. Gibt es hier erstmal einen Donut. Gibt es nicht viel Auswahl, weil die schließen gleich, aber das reicht. Ich glaube, wir haben uns für Lotus entschieden, 2x Lotus. Und das sieht geisteskrank lecker aus. Sieht auf jeden Fall sehr soft aus. Hm. Boah, ich glaube richtig geil. Boah, erinnert mich das an Milch. So Freischüsse und Kürbis und so. Dieser Vanillegeruch, ne? So wie Poffertjes und so. Leute, den Laden kennen wir eigentlich aus Amerika. Ich habe mich schon gestern übertrieben gewundert, als ich den auch in dem anderen Einkaufszentrum gesehen habe. Richtig geil. Ich glaube, ich nehme mir noch einen Donut gleich mit. Yummy. Das ist einfach der Istanbul-Vibe, Leute. Hey, Leute. Hey, Leute. Guten Morgen. Wir sind gerade auf dem Weg zu dem Arzt. Mhm. Jetzt kommt die Schiene ab. Wir schauen uns den Spaß mal an. Ich bin sehr, sehr gespannt, Leute. Let's go. Leute, Ellens Nase sieht übrigens so aus. Noch sehr, sehr, sehr dick. Aber gerade. Aber es ist wirklich noch sehr angeschwollen. Also es wird sich erst in einem halben Jahr oder so legen. Ich glaube, in 3 Wochen geht die Schwellung so ein bisschen runter. Aber das wird noch ein halbes Jahr oder so dauern, bis die Nase wirklich ihre eigentliche Form annimmt. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier bei Pidem oder so. Und gönnen uns jetzt so einen Käse-Pidem als Spätfrühstück. Sind jetzt hier bei Canyon. Wieder ein Einkaufszentrum. Wieder ein Einkaufszentrum, weil ich habe hier vorhin angerufen beim Nike Store und habe gefragt, ob die Nike Dunks Low haben, Retro. Und die haben gesagt, ja, die haben die da. 43, 44, mal gucken. Diese Frauentelefon war so unfähig. Ja, deswegen gucken wir rein und mal schauen, ob wir die da finden. Wir haben echt den Überblick verloren, Leute. Was ist das für ein Einkaufszentrum? Das ist ja ganz anders aufgebaut. Guckt euch das mal an. Alter Falter, jetzt komm und finde dich hier mal zurecht, ne? Das ist übrigens das Canyon Aveme in Şişli. Wir haben jetzt erfahren, dass das der Nike Store im Nebengebäude ist, also in einem anderen Einkaufszentrum. Das heißt Özdilek, glaube ich. Und hier ist es auch richtig schön. Auch wieder riesig. Aber ein bisschen, also nicht ein bisschen, es ist viel übersichtlicher aufgebaut hier. Viel größer? Viel so, genau, größer, geräumiger. Also größer vielleicht nicht, aber so geräumiger von der Fläche, ruhiger. Hier ist es schön. So, hier schon mal Adidas, dann gibt es Nike bestimmt auch gleich. Wohl eine Gesellen. Leute, ich hatte so Angst, dass seine Nase hässlich wird. Also, dass sein was heißt hässlich wird? Ich hatte Angst, dass sein Gesicht sich einfach verändert. Deswegen wollte ich das nicht. Aber jetzt bin ich happy, dass sein Gesicht eigentlich genauso aussieht. Heide Bismillah. Nike. So, der hat endlich die Schuhe gefunden in 43. Ist besser? Gestern gab es nur 44. Gesellt du dir? Die Schuhe haben mich jetzt 120 Euro gekostet. Und in Deutschland findest du die nicht für 120 Euro. Findest beziehungsweise, du überhaupt? Ja, das ist auch so eine Sache. Du findest sie, glaube ich, nicht so einfach. Und für 120 Euro ist ein Schnapper, Leute, ist ein Schnapper. Theoretisch könnte ich die weiterverkaufen. Falls ihr es kaufen wollt, schreibt es in die Kommentare. 43 Größe. Verkauft die für 200 Euro. Du musst schon mehr Gewinn machen. Komm, 500 Euro. Du bist durch halb Istanbul telefoniert. Ja, ja, ich bin wirklich. Ein paar Läden sind wir abgefahren. Yeah. Und telefoniert habe ich auch noch. Voll abgefahren. Ja, Mann. Jetzt stehen wir und stinken wir. Ja. Weil wir haben nichts zu tun. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir haben schon alles erledigt. Ja. Jetzt sitzen wir hier rum. Super. Und machen da nichts.
überlegen, was wir halt so machen können. So, Leute, wir haben uns jetzt hier bei Starbucks hingesetzt und trinken unseren Starbucks Berry Hibus zu Schokolade. Das ist auf jeden Fall nicht Hibiskus. Ja, aber die Farbe sieht schon aus wie Sucuk. Ja, ich trinke das auf jeden Fall, irgendwas mit Berry. Und Rabia trinkt ihren Latte Macchiato Karamell Eiskaramell oder so. Guckt euch mal dieses Jam an. Krass, wie schön das aussieht, Maschallah. Das sieht aus wie ein Poster. Wie gezeichnet. Ich nehme mir mal einen Sipp. Gönn dir. So, Leute. Wir fahren jetzt Richtung Stadt wieder, Eminönne. Und da ein bisschen rumlaufen, rumgehen und dann gucken wir, wo wir was essen können. Und ja, dann ist es eigentlich soweit mit Istanbul. Hier ist gerade ein Auto lang gefahren und das Ding da am Boden ist einfach richtig hochgebrochen. Und er dann ist hin, um das wieder reinzusetzen. Und dann hat ihm ein Mann geholfen, voll süß. Wir sind jetzt mit der S-Bahn gefahren. Wir sind jetzt wieder ausgestiegen und sind jetzt hier in Süleymaniye gelandet, glaube ich. Süleymaniye Fatih. Okay, in Richtung Eminönü. Nee, danach. Also ich kenne die Gegend hier ein bisschen vom ersten Istanbul-Urlaub. Vor 6 Jahren. War unser Hotel in Fatih. Ja. Das ist auch richtig schön, auf jeden Fall zu spazieren. Ja, ja. Ganz anders. Definitiv. Auch wieder eine sehr, sehr schöne Jame. Hey Leute, das ist hier dezent steil, ne? Krass, wie es hier runtergeht. Zum Glück gehen wir aber auch runter. Man muss sich richtig abbremsen, ey, beim Gehen. Hier waren wir, glaube ich, schon mal. Ja, hier sind wir doch abends lang gegangen. Ja, ja, ja. Wenn ihr irgendwie kommt, diese steile Straße doch dezent bekannt. Ja, ja. Oh. Wir befinden uns jetzt wieder hier bei Eminönü, Meydanı. Hey, wir packen jetzt die Tüten. Ins Hotel und dann geht's ab nach İstiklal Caddesi. Das letzte Mal für diesen Urlaub. So, Leute. Leute, wir sind wieder im Taxi. Jawohl, wir waren im Dings, im Hotel, wie gesagt, die Sachen abgelegt und jetzt sind wir draußen und sind kurz jetzt. Und umgezogen. Genau, kurz ausgezogen und sie hat sich umgezogen. Und ja, jetzt sind wir hier das letzte Mal in İstiklal Caddesi. Jetzt suchen wir uns was zum Futtern und dann gucken wir, was wir noch so finden. Oder ob wir noch irgendwas mitnehmen. Genau, kein Stress mehr. Dort war's. Das war's. Hält euch meine neue Nase? Kommt ihr damit klar, Leute? Oder soll ich wieder meine alte Nase machen lassen? Schreibt in die Kommentare, Leute. Ich hätte nicht gedacht, dass ich damit klarkomme, Leute. Wenn ich damit klarkomme, ja, das stimmt. Dann kommt ihr auch damit klar. Das stimmt. Leute, wir sind bei Vamas. Beolo. Ich gönne mir jetzt einen Burger, Cheeseburger. Rabia ist sich noch nicht sicher. Sie sagt entweder Chickenburger oder Nudeln. Was würdet ihr euch nehmen, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Ist der Dinge. Mal gucken, was es am Ende wird. Das Essen ist jetzt da. Es sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus. Ich habe einen Chickenburger mit Pommes. Also die Pommes und den Salat gibt es dazu. Er dann hat einen Cheeseburger und ich glaube, die Soßen können wir selber noch hier ein bisschen drauf machen. Das lassen wir uns jetzt schmecken. Afetos. Wir verlassen jetzt İstiklal Caddesi. Und es ist immer noch poppenvoll, Leute. Poppenvoll einfach. Dienstagabend, 10 Uhr. 10.30 Uhr so. Und es ist trotzdem übertrieben voll, Alter. Die Stadt, die niemals schläft, Leute. Ja, das stimmt. Aber wir gehen jetzt schlafen.